Das Krankenhaus hat angerufen. Sie haben eine Bitte. Ja, was wollen die? Soll ich vielleicht ein Lied singen? Nein, ich fürchte nicht. Sie wollen, dass Sie persönlich vor Gericht erscheinen, zu der Anhörung Ihres Falles. Hätten Sie was dagegen, wenn wir die Musik etwas leiser stellen? Also müsste ich dann in den Zeugenstand treten, so wie bei Perry Mason? Nein, da gibt es keinen Zeugenstand. Sie würden dann im Gerichtssaal sitzen und sich anhören, was der Anwalt des Krankenhauses über Sie sagt. Aha. Die werden Sie bloßstellen wollen. Die hoffen, dass Sie nicht einfach da sitzen und sich anhören können, was die über Sie sagen. Die wollen zeigen, dass Sie nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, was Ihre Medikamente angeht. Aber das ist nur eine Bitte. Sie müssen das nicht tun. Hier, sehen Sie das? Hier drin schreibe ich auf, welche Medikamente ich nehme. Hier, um welche Uhrzeit, wie viel davon und wie es bei mir wirkt, ja. Ob ich mich schlapp fühle und ob es mir schwerfällt, die für mich notwendigen Dinge zu tun. Und dann sage ich das dem Arzt, ja. Und sehen Sie, wissen Sie, wieso ich die da alle habe? Und die da? Wissen Sie, wieso? Weil ich das seit vielen Jahren aufschreibe und niemand mehr darüber weiß, was diese Medikamente mit mir machen, als ich. Ja, sagen Sie mir, habe ich nicht recht? Jetzt sagen Sie mir, dass ich nicht recht habe. Sie haben recht. Ja, nein, ich will vor Gericht gehen. Nein, ich will das nicht! Sie geben mir zu viel! Und das wissen Sie! Ist Ali Patientenrechtshilfe? Ich will einen Anwalt. Ich bin Colette Hughes. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Wie lange sind Sie schon Anwältin? 2 Jahre. Sind Sie nicht zu alt? Ich habe einfach andere Dinge gemacht, bevor ich Anwältin wurde. Bauchtanzen? Woher wissen Sie das? Na gut. Ja, ich nehme Sie. Falls wir gewinnen, erstreiten wir Rechte für Menschen, die weniger Selbstbestimmung haben als Straftäter im Gefängnis. An erster Stelle stand für mich immer das Wohl der Patienten und nicht sie aus Bequemlichkeit ruhig zu stellen. Sie haben mir also Medikamente verabreicht, von denen Sie wussten, dass sie Sie schädigen würden. Colette, mach, dass das aufhört! Ich bin nicht bereit, die Entscheidung zu ändern. Der Fall ist doch klar. Wieso haben Sie dem Richter nicht gesagt, dass er dumm ist? Weil man einem Richter nicht sagen darf, dass er dumm ist. Es hat auch was Gutes, dass mein Fall so lange dauert. Ich kann Geburtstag mit meinen Anwälten feiern. Ich habe Angst davor, dass egal wie hart ich arbeite, es niemals genug ist. Du hast sehr viel Liebe in dir, Colette. Du auch, Eleanor. Was hast du davon, wenn du meinen Fall gewinnst und das Leben von anderen verbesserst, aber nicht dein eigenes Leben lebst? Du sollst das Kloster verklagen. Ich werde auf keinen Fall die katholische Kirche verklagen.